Hallo liebe Azubis, herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Heute sprechen wir über die Schlüsselqualifikation und die berufliche Handlungskompetenz. Gerade seit dem letzten Jahr haben wir alle am eigenen Körper gespürt, dass sich unsere Welt in einem großen Wandel befindet. Homeoffice wurde immer mehr zur Normalität, Arbeiten im Betrieb eher die Seltenheit. Daher ist eine der größten Aufgaben in der Ausbildung, euch Azubis dazu zu befähigen, immer auf aktuelle Veränderungen und Entwicklungen reagieren zu können. Dies wird mit Hilfe der sogenannten Schlüsselqualifikationen versucht. Ihr lernt in eurer Ausbildung also nicht nur fachliche Expertise, sondern auch, wie ihr diese immer auf dem aktuellen Stand haltet. Somit werdet ihr daraufhin ausgebildet, dass ihr in jeder neuen Situation sachgerecht, persönlich durchdacht, aber auch verantwortlich handelt. Die Schlüsselqualifikationen werden laut eurem Rahmenlehrplan in folgende Kompetenzen unterteilt und wie folgt definiert. Zunächst gibt es die Fachkompetenz. Laut Definition des Rahmenlehrplans ist die Fachkompetenz die Bereitschaft und Fähigkeit, auf der Grundlage fachlichen Wissens und Könnens Aufgaben und Probleme zielorientiert, sachgerecht, methodengeleitet und selbstständig zu lösen und das Ergebnis zu beurteilen. Aber was genau bedeutet jetzt dieser Satz verständlich erklärt? Nun, ihr sollt mit der Fachkompetenz darauf vorbereitet werden, Aufgaben und Probleme mithilfe eures Fachwissens zu lösen. Das bedeutet, dass ihr beispielsweise viele wichtige Gesetze kennenlernen werdet, welche euch die ganze Ausbildung über begleiten werden und dass ihr diese immer wieder anwenden müsst. Als nächstes gibt es die Sachkompetenz. Laut Definition des Rahmenlehrplans ist die Sachkompetenz die Bereitschaft und Fähigkeit, als individuelle Persönlichkeit die Entwicklungschancen, Anforderungen und Einschränkungen in Familie, Beruf und öffentlichem Leben zu klären, zu durchdenken und zu beurteilen, eigene Begabungen zu entfalten sowie Lebenspläne zu fassen und fortzuentwickeln. Sie umfasst Eigenschaften wie Selbstständigkeit, Kritikfähigkeit, Selbstvertrauen, Zuverlässigkeit, Verantwortungs- und Pflichtbewusstsein. Das bedeutet also einfach erklärt, dass ihr beispielsweise darüber informiert seid, welche Rechte und Pflichten ihr während eurer Ausbildung laut dem Berufsbildungsgesetz habt und dass ihr selbst beurteilen könnt, ob ihr diese in Anspruch nehmt oder nicht und dass ihr eventuelle Konsequenzen daraus nachvollziehen und tragen könnt. Zu guter Letzt gibt es die Sozialkompetenz, welche laut Rahmenlehrplan folgendermaßen definiert wird. Die Sozialkompetenz ist die Bereitschaft und Fähigkeit, soziale Beziehungen zu leben und zu gestalten, Zuwendungen und Spannungen zu erfassen und zu verstehen, sowie sich mit anderen rational und verantwortungsbewusst auseinanderzusetzen und zu verständigen. Ein Beispiel hierfür wäre, dass ihr teamfähig seid. In eurem Beruf gibt es einige Aufgaben, welche ihr nicht alleine lösen könnt. Teamarbeit ist häufig gefragt, aber auch in der Berufsschule werdet ihr häufig in Gruppen zusammenarbeiten. Hierbei ist es sehr wichtig, dass ihr nicht auf eure eigene Meinung beharrt und eure Ideen verbissen durchsetzen wollt, sondern darauf achtet, dass der Fokus nicht verloren geht. Manchmal gibt es Situationen, in denen Vorschläge von anderen Personen zu einem besseren Ergebnis führen. Das ist auch gar nicht tragisch. Es heißt nicht gleich, dass ihr schlechte Ideen habt. Meistens ist die Mischung aus den vielen Ideen genau die richtige. Also seid offen für Neues, lasst euch inspirieren. Ihr könnt nur daran wachsen. Die berufliche Handlungskompetenz umfasst all diese Kompetenzbereiche und wird gesichert, wenn man alle drei Bereiche beherrscht. Die berufliche Handlungskompetenz erfordert lebenslanges Lernen, denn es können immer neue Anforderungen entstehen, an die man sich anpassen muss. Ein gutes Beispiel hierfür ist, dass die Fachkompetenz immer wieder aufgefrischt werden muss, wenn sich Gesetze ändern. Bestandteile der Fach-, Selbst- und Sozialkompetenz sind die Methodenkompetenz, die kommunikative Kompetenz und die Lernkompetenz. Unter der Methodenkompetenz versteht man alles, was mit Techniken zu tun hat, beispielsweise Lerntechniken. Ihr könnt unterschiedliche Methoden anwenden, welche euch zum Ziel führen. Die kommunikative Kompetenz wird zum Beispiel benötigt, wenn ihr eine Reklamation eines Kunden bearbeiten müsst. Hierbei ist es wichtig, dass ihr eine Lösung findet, welche für beide Seiten nachvollziehbar und vertretbar ist. Es ist also wichtig, dass ihr mit dem Kunden ein gutes Gespräch führen könnt. Die Lernkompetenz erfordert, dass ihr in der Lage seid, euch selbst Dinge beizubringen und dass ihr wisst, wie ihr an dieses Wissen kommt. So, liebe Azubis, wie ihr seht, gibt es einige Kompetenzen, die euch während eurer Ausbildung beigebracht werden. Ich hoffe, euch hat dieser Podcast gefallen und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr bei der nächsten Podcast-Folge wieder dabei seid.